Heute sind wir hier mit Dr. Stohl hier von Philadelphia. Er ist ein Menschendoktor und wir haben auch hier einen Mensch für uns. Und er wird mal ein bisschen erklären, wo wir geschaffen sind, wo Gott uns geschaffen hat. Ja, das ist ja nun nicht der ganze Mensch, das ist mein Teil, das ist der Knochen, wenn man alles Fleisch wahrgenommen hat, dann sieht man dem so aus. Und das ist eben Teil von dem Mensch, was Gott geschaffen hat, was das Perfekteste, was Gott jemals gemacht hat, ist der Mensch. Das sagt er selbst, das passt und das Perfekteste ist. Und davon wurde ich Ihnen ein bisschen vertellt, die Frage, wie nur vom Knochen hier ist. Die sagen ja, so was er hier ist, so viel Knochen hast du nur da, wo du totschätzt auch, in Edge auch. Und diese Knochen, die sind verschiedenste kleinere und geratere Knochen, die sagen hier sind lange Knochen da man, da sind kleine, korte, dicke Knochen, da sind plate Knochen und so weiter. Von der Form her sind ja unterschiedlich. Aber alle Taub machen dann dicke Rest, das sind Ram 240-250 Knochen, wo der Mensch, bestohlen wird. Hallo, das ist aber sehr viel. Ja, die müssen ja auch irgendwie taub funktionieren, weil die zum Wort habe ich das Knochen hier erst. Das muss ja für uns beweglich bleiben und so weiter. Vielleicht ist es interessant, wie die diese Knochen auch gemacht sind. Die sind von zwei Sachen hauptsächlich gemacht. Das sind Nomen, die vielleicht nicht wichtig sind zu behalten, aber Osteina und Kolch, die bilden diese Knochen. Und dort ist interessant bei diesen beiden Elementen, die den Knochen bilden. Die Osteina, das ist eine, wo den Knochen die Elastizität, das Bewegliche, das Weiche gibt. Während der Calcium, das Kolch im Knochen gibt ihm das Horde, das Stabile. Und dort ist im Laufe des Jahres, hat Gott sich das so gedacht, dort ändert. Bei einem kleinen Kind, es fehlt mir ja dort eine, das Osteina, und weniger das Kolch. Und beim Erwachsenen und beim alten Mensch vor allen Dingen, es fehlt mir ja Kolch als das andere. Was ist das in unserem Leben? Das hat für unser Leben eine große Bedeutung. Sie haben dort bestimmt, tust bei ihrer Familie, bei den Chinesen und so weiter beobachtet, die kleinen Chinesen tjenen tausendmal am Tag voll und die brechen sich nicht. Und ein alter Mensch, der fällt einmal in den Duschhahn und all furzhafter in Bruch an den Becken und an den Knochen und so weiter, und das ist ein großes Problem für ihn. Das ist bloß weil die Chinesen diese elastische Teil, die Osteina viel haben und wenig das Horde, das Kolch. Und beim Ölen dreht sich das an, der hat viel Kolch, Horde Knochen, aber die sind sehr brüchig, die sind nicht elastisch, bewegen sich nicht. Das ist ein sehr interessanter Teil, den die am Alltag beobachtet haben, wann dort mit zu Brüche kommt. Und bei den Wirbeln oder dort waschen, da haben wir auch noch was, oder bei den Lenchen dort waschen. Was ist dort waschen? Ja, all diese Knochen, da wo zwei Knochen taub kommen, dort ist dort, was wir in Gelenk nennen. Dann haben wir Gelenk, also hier am Ellbogen, dort kann sich bewegen, oder an der Schulter, oder auch an der Knie. Und andere, hier kommen die Rebbe mit einem anderen Knochen taub, das ist auch ein Gelenk, aber da bewegt sich mal sehr wenig. Aber diese Gelenke, zum Beispiel, können Sie hier dort bei der Wirbelsäule sehr gut sein, die haben zwischen den einzelnen Wirbeln, die hier wit sind, haben diesen dunklen Ring. Dort ist aus ein goldes Plastik, das Knorpel, der liegt zwischen den Wirbeln und dort gibt die Wirbelsäule dann ein klein bisschen Beweglichkeit, ein bisschen Elastizität, dass das sich auch da bewegen kann und nicht so sehr Knochen ab Knochen aufrieben wird. Und wenn die Knochen direkt wo der Taub arbeiten, würde die bald aufgeleert sein, ausgeleert. Und während sie diese Beklatsches dazwischen haben, dann hält das lang. Und da ist das Problem, wenn wir die Eva beanspruchen an unsere Arbeit und Eva lange Titel sie wieder, dann können die aufnutzen und dann können große Probleme an der Wirbelsäule. Aufnutzen und taubdrehen, wenn wir zu viel schwor sind, einmal drei Taub oder Stücke. Korrekt, dort kommt dann einmal der Taub und dann rüft dort mit der Tietze aus, ich soll sehen, Knochen ab Knochen und dort wird weh
in der Jeff mit der Zeit auch eine ziemlich stive Wirbelsäule, dass man nicht mehr richtig beweglich ist. Ja? Und wo hält sich das ganze Taub? Wie haben die Muskeln? Sind die einfach an den Knochen? Ohne was die Muskeln oder die Haut? Ja, die jede Challenge, das ich schon sehe, ist, die steht, wo zwei Knochen taub kommen. Und immer sind die Knochen, wo sie taub stehen, sind die mit so einem Knorpel übertragen. Das ist aus dem Polster. Ja? Und da hängen die. Und die müssen hier da nicht bleiben. Das Knorpel ist viel glatter und sehr resistent, sehr widerstandsfähig. Dort ist viel Bewegung am Leben. Aber um dort die Bewegung zu können, müssen die auch taub halten. Und da ist dann, sind Sehne, das sind eine. So ein Gewebe, das aus einer starken Sehne aussieht, der kommt von einem Knochen zum anderen und hält den taub. Und dann sind noch die Muskeln, die überrannen, die Seite hier an, die Seite da an und so weiter. Und die Hülle, das ganze Gelenk dann taub, dass die nicht auseinanderfallen. Und was ist, wenn du Knochen brechen? Die Hülle taub, das haben wir erfahren, wo schwindet, oder wo, das warst einfach, was der frisch taub. Dort Wursttaub, dort ist ein ganz komplizierter Prozess, muss man aber immer weiter, dort ist ein längerer Prozess. Du kannst nicht so aus einer Wunde, ein Schnitt an der Hüte, die heilt dir an einer Wert oder so, aber ein Knochen braucht viel länger. Was da ein Knochen Eva oder bloß einfach, wenn das Licht aufgebrochen ist, aus einer Schweißnot? Nein, da was dort ist. Das ist ein komplizierter Prozess, der über Wege und auch über Monate rennt. Da kommt erst mal, wenn dort breit blattet, dann haben wir da ein Blutgeranzel. Ja. Das Blutgeranzel bleibt, ob der steht. Und in diesem Blutgeranzel, wo sie mit der Tiet so eine Zelle, sagt man dort, das sind die Teilstädte von diesem Haus, wo den Bühnen machen, wo sie dort Zellen, die war der Kalk produzieren. Und die vermehren sich und wachsen dann langsam aus in der Bridge von einem zum anderen. Das ist ein Blutgeranzel, Eva. Und erst ist das Mosaik beweglich und mit der Zeit wird das immer höher. Und jetzt dann eine Bridge, die kreuzt sich durch aus den Knochen verheben. Aber das braucht mindestens 6 Wege. Das braucht eine lange Zeit, aber es ist interessant, dass das so von allein taubwachsen wird. Ja. Da gibt es Bedingungen und die würden mir wichtig sein, dass unsere Menschen dort verstehen. Wir brauchen zwei Sachen, um einen Knochenbruch, wenn das hier nur die Bein ist oder die Arme und so weiter, der muss einmal, Nummer 1, auf seine Stelle gestellt werden, damit er auch heilen kann. Der kann auch besiegt heilen, aber das ist nicht sehr günstig. Der soll auf seine Stelle gestellt werden, das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann, dann muss man den ruhig stellen, dort er da ganz schnell Licht, damit er Wasser kommt. Hat sich das nicht bewegt, das andere ein? Wenn sich das ständig bewegt, dann läuft das Schein vor der Brücke. Und das ständige Bewegen, dort muss ausgeschlossen werden. Und dort, wo kann man dort tun? Dort er ganz schnell Licht. Und dort fängt all, so wie ich schon sehe, der Bruch fängt zu heilen an, wenn du fällst. Dort bleibt, und dort ist der erste Schritt im Heilungsprozess. Das macht wie in der Stadt, indem wir dort dann so bald als möglich schänen, sei wie dort. Ja? Wenn du dort Tüß passiert, bei einer Schäne oder wo, dann schien du einfach ein Brat, über das steht, zum Beispiel auf einer Arm, wenn der hier gebrochen ist, dann einfach ein Brat von der Hand mit Eva nach oben, dort so anbinden, Rambinien mit irgendwas, mit einem Handtuch, mit einem Remera oder wenn ihr Verband habe, dann mit Verband, wird er da angewickelt, damit er sich nicht mehr bewegen kann. Und dann bringe ich das Kind erst zum Doktor, wo er dann Schmuck reinstellen kann und dann auch was rechtet ansatte, was er ruhig hält. Das sind die meistens das Angipse. Ja. Was haben wir noch schon wichtig sagen über Knochen? Vielleicht ist es für euch auch wichtig oder interessant, was für eine andere Krankheit dort wie der Knochen schafft. Wir haben keine leichte Entzündungen an den Knochen entschieden, zum Beispiel bei einer Wunde, einer Verletzung, die Bett ab dem Knochen geht. Dort kann die Risiken kommen und dort können dann diese kleinen Schnippertjes, die Bakterien kommen, die verursachen dann eine Entzündung. Und wenn der Knochen entzündet ist,
dort will meist nicht heilen. Oh. Da machst du dich bei dir steht nennen und du machst das alles, was da entzündet ist, Bett ab dem gesunden Knochen ganz rüt kratzen und reinmachen, nochmal reinmachen und hoffen, dass das dann wieder Taubwasser geht. Denn wenn dort erst ganz alt wird, diese Entzündung, dann kann dort vorhin ein Schlag, ein falsches Lenken an wie dort. Das schlackert dort einmal, wie die Knochen kann nicht mehr stolz sein. Mhm. Dort sind die Entzündungen. Die können irgendwann groß entstehen, ohne dort, wie wir uns verletzt haben. Da kommen Bakterien über das Blut an und die können dort machen. Oder bei einem Bruch, oder auch bei einem Fleischwund bloß. Das ist ein Problem. Da, wenn ihr dort macht, dass irgendwo am Knochen entzündet ist, dass man Fuß gut behandelt wurde, also, wenn ihr dort überhaupt die Chance haben wollt, dort war da gesund zu kriegen. Dann ist natürlich, was noch Forken ist, sind nach Forken. Dann bleibt nicht die Forken, das sind erst die Knochenschrift. Ja? Denn Knochenschrift ist eine sehr schlechte Sorte von Schrift. Die heilt sehr wenig, also meist nicht mit Medizin von deutscher Dorf. Man kann Medikamente brücken und dort ein klein bisschen Kontrolle schreien. Aber sehr vorhin kommt das dann so wie, dass man das Bein aufnehmen muss oder den Arm aufnehmen muss. Mhm. Das ist all ein Schritt, den wir uns alle nicht wünschen. So, der Knochen schreibt, als ich all sehe, ist ihm gleich nicht zu vorhin. Aber in jeder Fall ist in der Familie oder bei dem Menschen dann eben ein großes Problem. Ja? Kort, wenn wir von Aufnehmen reden, man hört auch, wenn du Diabetes hast, Zucker hast, dann nimmt man auch vielleicht Teile auf. Liegt das auch, wenn dort eine Knorkelspanne ist? Dort ist nicht der Anfang am Knorkel, sondern der Anfang ist nur am Blut. Das ist der Diabetes, das ist die Zuckerkrankheit, ist die Durchblutung, wird immer schlechter. Also das Blut kommt meistens nicht an, meistens ist es dort an den Fingern oder an den Teilen unten, am Fuß. Kommt nicht besser, Spätzteilen. Kommt nicht. In Fleisch, ans Fleisch, wenn dort nicht ständig frisches Blut schricht, stirbt dort auch. Okay, haft endlich mit dem Knochen noch zu tun. Dann entzündet der Knochen, weil der schricht auch nicht Blut. Ja, dann schricht der. Dann gibt es eine Entzündung am Knochen und dann bleibt die Fork nicht und ewig aus dem Teil mit dem ganzen Teil vom Knochen rüttenehmen, damit das dort wieder aufheilen kann. Gut, wir haben viel gehört von dort und wir wollen über Nacht einen Film machen. Da wird es mir gehen um das Bannerste hier von dem Mensch. Dem schauen wir uns nächstes Mal an. Dankeschön, Dr. Stoll, für diese Runde.